Mahlzeit, ihr Nase, und herzlich willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Weiter geht das. Wir wollen uns ein Horrorvideo angucken und ein gruseliges Anwesen besuchen. Bitte in der Reihenfolge, ja, sonst. Abmahnung. In der Reihenfolge. Ah. Nein. Er weiß ja nicht, was sinnvoller ist. Gut, wir wissen ja gar nicht, wo das Anwesen ist. Vielleicht kann ja Isaac daraus schließen, wenn er dann das Video sieht. Wir wissen ja nicht. Wir haben ja vorher die von der. Und die deutsche Version davon gesehen damals. So, jetzt haben wir hier die amerikanische, ungeschnittene Version. So, bei so, Herr Isaac Abrams. Und diese Sachen auf dem Video sind echt. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an den Anfang von Alone in the Dark. Passt auch vom Monster Design, genau. Aber so richtig viel gefehlt von dem Video hat eigentlich nicht. Nee. Hat er halt wahrscheinlich bloß am Anfang einfach gezeigt, welches Haus das war. It's in the hills, King's Way, if I'm not mistaken. My guess is that the fiend that made this tape is using these creatures to hound the Nosferatu, oh. Which would explain their sudden absence. They're trapped. Well, it's unfortunate that the prince needs you to see the Nosferatu, because it looks like this fiend knows how to get at them, and I doubt he's going to draw a map for you. Looks like King's Way is your only way in. Unfortunately. Dann mache ich mich wohl besser auf den Königsweg. Danke, Isaac. I can have a car drop you off when you're ready. If I don't hear from the Nosferatu within the next few nights, I'll tell LaCroix he's going to need a new leading man and march a few of my own troops up the hill to finish the job. Danke, ich komme schon allein doch hin. I'll give you one final word of warning. Do not trust LaCroix. Do not play the damned politics of the Camarilla. This city hasn't needed them in a long time and won't ever. Ich vertraue dem Prinzen. When you're all used up to him, you'll be in no position to dwell on that mistake. Bin hier fertig. Gut. Aber das auch, wir gucken mal, wie viele Erfahrungspunkte wir haben. Wir sind natürlich weiterhin dem Prinzen treu ergeben. 9 Erfahrungspunkte schon wieder. Wow, 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 wow. Weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt eigentlich so gut ist, doch noch auf Nahkampf zu gehen. Wir könnten das ja jetzt auf 5 bringen. Ich mache mal einen kleinen Versuch. Wir haben ja den Vorschlag, haben wir gesehen, den der im Red Spot verkauft. Und da werden wir mal gucken, was der jetzt für Schadenspotenzial hat. Und wenn wir die 9 Punkte auf Nahkampf geben, also auf bewaffneter Kampf 5 kommen, wie viel Schaden es dann macht. Kann natürlich sein, dass es dann noch eine Rasse gibt, beziehungsweise einen Vampir-Clan, für den der bewaffnete, waffenlose Kampf dann wirklich gut ist. Ich bin mir nicht mehr so sicher, ob das für die Nosferatu zählt. Mist. Wollte doch eigentlich. Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, muss man da wieder so ein Gewaff machen. Potenzial 24. Jetzt probieren wir es mal. Wir haben nur noch 3 übrig, wir brauchen dann. Anspruch 3x3. Okay, gut. Hola. 30, also es ist schon besser, weil wir machen jetzt. 28. Tödlichkeit 8. Grundschaden 2. Tödlichkeit 10. Grundschaden 3. Begabungsausgleich 0. Begabungsausgleich 6. Und Menge Anforderung 1. Das ist ja doch, das kann natürlich auch sein, dass der ein bisschen langsamer ist, halt einfach vom Anliegen her. Aber genau, du könntest ja einfach mal bei deinen gucken, was du hast bei den Waffen. Oh, ich weiß nicht, was wir bekommen. Ja, wir hatten eine Katana, habe ich gefunden, aber die ist halt nicht so gut. Ansonsten ist ja an sich
18 und ist ja auch 30. Wir gucken dann einfach mal, ob sich das jetzt wirklich... Also ich denke mal schon, dass es sich gelohnt hat jetzt. Zumal man ja da auch mit sagen muss, wir bekommen noch bessere Waffen. Und durch die Stärke lässt sich der Schaden dann natürlich auch nochmal hochstufen. Gut, ist jetzt bei den Fäusten nicht anders, aber... Ist nun mal so, wir könnten natürlich auch gleich mal... Sorry, jetzt hat sie mein Gesicht gesehen, das wollte ich nicht. Ist ja wie in echt. Sehr schön. Wir könnten jetzt hochgehen im Kingsway. Wir könnten allerdings auch schnell die Aufgabe mit dem Karneval des Todes noch zu Ende bringen mit den Seilenmörder. Ich würde aber sagen, wir machen erstmal Kingsway. Mir ist gleich. Ja, machen erstmal Kingsway. Müssen wir natürlich erstmal die Karte vor. Die Friedhofsquest steht ja für später ja auch noch offen. Ja. Yep. Die mache ich dann wirklich erst später. Aber da sollten wir wahrscheinlich wirklich noch ein bisschen leveln, dass wir halt vielleicht die Zombies sogar one-hitten. Ich muss auch sagen, es geht wirklich um die Schwierigkeit, weil das war ja nur noch eine knappe halbe Minute offen. Also es war gar nicht so, gar kein schlechter Versuch, muss man sagen. Ja, aber lass uns noch ein paar Sachen in der Main-Quest und Nebenquest machen, bevor wir das angehen. Ich glaube, ich werde die dann halt wirklich sehr spät erst machen. Stärke und Waffen nochmal geskillt haben. 609 Kingsway, da machen wir erstmal Santa Monica. Ach komm, wir machen erstmal Santa Monica. Die eine Quest, die gibt ja auch noch Punkte und vielleicht genügend Punkte, um Nahkampf nochmal hochzubringen. Wir brauchen ja nur, in Anführungsstrichen, nur 6 Erfahrungspunkte. Und zwar haben wir ja im Lucky Star Hotel eine Karte, so eine Karte gefunden. Genau, die zum Mülldepot führt, zum Schrotthändler. Und der müsste jetzt hier rechts sein. Und wie wir es natürlich gewohnt sind, speichern war. Ich muss jetzt natürlich mal wissen. Nicht, dass ich wie bei Dark Messiah jetzt Fehler mache. Und wieder. F9 war Schnellspeichern, F-Laden war 12. Das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt manchmal so Spiele, da ist irgendwie Schnellspeichern F6 und Schnellladen F7. ungeliebte Erinnerung. Ich weiß nicht, was es war, welches Spiel es betroffen hat. Darum speichere ich immer noch direkt, auf welchem PC-Spiel spiele. Weil es bei mir auch ganz gerne mal mit den Aufnahme- und Aufnahme-Unterbrechen-Tasten zu tun hat. Der wollte wohl nicht mit uns quatschen. Nein, hat sich schnell weggemacht. Dann klauen wir ihm doch glatten Tacker. Oder schmeißen eine Dose um. Darf man eintreten? Windlines, 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 wo geht's denn hier hin? Aua, wer schmeißt hier mit Autos? Sind wir bei Left 4 Dead oder was ist los? Das kann jetzt übrigens schwierig werden, weil man kann hier schnell erstens den Wegverbot bekommen. So. Und man kann schnell sterben. Man kann sehr, sehr schnell sterben. Das ist ein bisschen Try and Error hier, ne? Mhm. Die Quest habe ich übrigens definitiv nie gemacht. So. Sieht schon alles sehr, sehr... Gottes Willen. Da haben wir auch nochmal Glück gehabt, was? Also. Nein, das war Skill. Weiß schon. Wir wollen ja nicht... Hier auf dem Kanal ist doch alles skillbasiert, das weißt du doch. Yep. Ah, wir haben es geschafft, sehr schön. Ich glaube, wir haben einen Versuch. Der Massenmörder ist hier. No! Back off, Vampire! Stay the fuck back! I did nothing to you! Ist das immer einer? Sag mir, warum du das getan hast. What the hell do you care? I don't give a damn if you understand. Ist das alles das gleiche? Ich würde gerne deine Erklärung hören. Judgment on me, so you can decide if those murderers deserve to be gutted. You'll never know how it feels, never! Ah, er hat Mörder anscheinend getötet. Na, versuch es, ich will es verstehen. My family, my children were butchered by small-time criminals, just looking to rob a house, steal a car, take whatever. No sense to any of it, no plan, no ransom, just kill them because why?
because they were there in the way. Und Leute umzubringen, hat er ein besseres Gefühl gegeben? Not one of them paid. My whole family dead, my life gone. I'm supposed to let that happen. Diese Morde waren deine Rache? Revenge, justice, whatever you want to call it. All I thought about is taking these evil animals, ripping them to shreds and licking their blood from my claws. Du musst dich stärker kontrollieren. I don't know. Butchering those bastards was the first time I felt anything since my family was torn from me. I'm sure there are others out there whose crimes have gone unpunished. Ich höre das Fürsprechen, es hat dich in seiner Gewalt. At least I put it to use. How many vampires have used their abilities for a just cause? At least I did something. Ich meine, klar, er ist letztendlich, es ist nachvollziehbar. Seine Familie wurde von Kriminellen getötet, er jagt jetzt die Kriminellen auf und tötet sie. Allerdings ist immer noch Gesetz ist Gesetz. Und Selbstjustiz ist nicht eine Grauzone, sondern ist gesetzeswidrig, aber es ist halt auch gesellschaftlich gesehen ein sehr, sehr heißes Thema, würde ich jetzt. Ja, doch heißes Thema, weil klar, in gewisser Weise ist es Gerechtigkeit, aber dennoch sollten wir der Legislative ihren oder Exekutive ihren Zweck erfüllen lassen. Nicht einfach selbst, einfach mir nichts, dir nichts, nur weil ich denke, dass das war einfach auf Leute losgehen. Deswegen muss er sich üben, besser zu kontrollieren. Oder muss sie vor dem Sheriff verantworten. Du bist kein Richter, aber es ist Zeit, denn. Du solltest der Maskerade lieber nicht den Rücken kehren. No one will take from me again. No one. Either we go our separate ways here, or one of us dies. Erinnere dich, du hast mich dazu. Oder ach so, jetzt müssen wir doch gegen ihn kämpfen, okay? Ich werde mit dir nicht noch mehr Zeit verschwenden. Nur erinnere dich nicht, wenn du mit einem Flock im Herzen aufwachst. Kämpfen wir jetzt gegen ihn, oder? Ist jetzt Game Over? Ja, das war's wohl denn. War wohl doch nochmal nur noch eine Drohung von dir. Oder du musst ihn halt jetzt wirklich verpetzen. Fehlschlag. Wir haben einen Fehlschlag geleistet, das wollen wir natürlich. Sorry, das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Wir wollen. Anscheinend habe ich den entkommen lassen. Hab dafür Menschlichkeit bekommen, aber so wollen wir das natürlich nicht. Ich dachte, ich kann ihn einschüchtern, deswegen habe ich nichts gemacht erstmal. Aber my work is. Wir wollen kämpfen. What the hell do you care? You think your bullshit vampire rules mean a goddamn thing to me? Okay, gut, er ist also. Matters to me. Er ist wirklich besessen davon nach Rache. Ja gut, das kennen wir ja jetzt. Revenge. At least I. Tja, aber wir wollen ihn natürlich trotzdem dafür ermorden, weil es ist ein ganz schönes, die Maskerade ist durch ihn natürlich ganz schön gefährdet, weil er hier einfach munterlustig einen umbringt und wahrscheinlich auch drauf scheißt, ob man ihn sieht oder nicht. Deswegen, Alltag. Was denn? Ah Mist, verdammt, jetzt habe ich vergessen eine neue Waffe einzusetzen. Aber wir können ja zum Glück pausieren und. Okay. Ist schnell genug, finde ich. Doch, das passt. Aber der macht auch wieder so einen schlecht heilbaren Schaden. Wobei, machbar ist er. Muss jetzt aber ganz wirklich mal gucken, machen wir trotzdem damit mehr Schaden? Schadenspotenzial 34, 39, aber. Nee, machen wir nicht wirklich. Aber. Da. Das haben wir erstmal geschafft. So wollte ich es nämlich eigentlich machen. Wo es doch leider nicht mit der. Keinen Schaden mehr. Ja. Jetzt, wo wir. Wir haben jetzt zwar keine Menschlichkeit dafür bekommen, aber. Naja.
Aufgabe ist erfüllt, wir haben keinen Fehlschlag. Ratten gibt es ja zu Genüge in der Kanalisation. Oh Gott, meine Stimme ist weg. Naja, aber so... Dann muss ich weiter labern. Ich dachte nämlich am Anfang, weil mit dem Händen haben wir ganz schön viel Schaden gemacht. Und dann plötzlich mit dem Vorschlag kam er nicht so, aber er hat angefangen zu... Okay. Er hat angefangen zu blocken und das war dann eher nicht so geil. Mal ganz kurz gucken. Kleinen Moment, ich habe gerade den Abstand erhalten. Ich wollte nochmal ganz kurz gucken, was wichtig ist. Nee, nicht wichtig. So. Gut. Nachrichten sind nicht wichtig. Wir suchen nach Ratten. Ja. Wir werden noch das Anwesen betreten, aber da nicht viel machen. Fand ich jetzt schade, dass ich den Typ nicht einschüchtern konnte. Also entweder geht das gar nicht oder mein Skill ist einfach nicht hoch genug, obwohl der bei 6 ist, also. Naja. Als Nosferatu ist es hier aber komplett angenehm. Wir müssen. Also ich finde es jetzt auch immer nicht so schlimm, wie es dargestellt wurde, dass das so schwierig ist. Als Nosferatu. Und das geht. Da ist noch eine Ratte. Nö, es ist auch. Ich muss jetzt hier auf der Straße keine Leute jagen. Ich kann hier einfach ganz gemütlich Ratten. Glaube, zu meinen, als Gangrel ging es auch. Cool. Mhm. 690. Das waren ja die Tierhaften. Die waren jetzt auch nicht so auf Etikette bezogen, also. Miese Katze! Mach mal Miau Katze. Das hat sie Miau gemacht. Aha. Die bietet die Gegensprechanlage an, was ist das für Quatsch? Sieht gar nicht so schlimm aus, das Haus von hier aus, ne? Eigentlich nicht, nee. Aber auch hier hat einer. Kein Geld für Wasser. Mm. So einen leicht orientalischen Touch hat's, aber in modernen. So, hier kann man hochklettern. Also hier könnte man durchaus wohnen. Ey, kann ich mir übrigens auch überhaupt nicht mehr daran zurückerinnern, an den Teil des Spiels. Hui! Vergesse es die ganze Zeit. I wanna be your sledgehammer. Doch, der Schadensoutput ist geil von dem Ding. Ja. Weil man muss auch denken, wir haben ja jetzt ein langes Ding in der Hand. Mm. Und du hattest vor allen Dingen nicht mal gedacht, ne? Nein, noch nicht. Wir können da gehen. Genau, es ist nämlich so ein Cage des Hasses. Ja. Mit einem Auge. Den hab ich bekommen von einer Kannibalin. Und jedes Mal, wenn wir jemanden töten, füllt sich damit Blut. Sozusagen unendlicher Blutvorrat, wenn man dann unendlich viel tötet. Okay. Ist ganz nett. Hier ist alles voller Fliegen, aber ich würde sagen, für den Part machen wir auch mal die Fliege, ne? Okay, wenn du das sagst. Bis zum nächsten Part. Wir setzen uns hier hin und ist doch gemütlich hier mit dem Blut von der Decke und. Ich find's gerade sehr bizarr faszinierend, also. Deswegen. Es sieht aus wie Haut. Dass das hier alles aus Haut ist, hier. Jo. Ich glaube. Dann haut mal rein, Leute. Bis zum nächsten Part. Tschüss.